Thema Gentechnik gestellt. Sind Sie denn, um das mal so auszudrücken, die verkappten Grünen hier im Landtag? Wir sind weder grün, noch sind wir rot, noch sind wir braun, noch sind wir schwarz. Wir sind ganz einfach eine Gruppierung, die sich erlaubt, jenseits aller Denkverbote nachzuschauen, zu überprüfen und nach bestem Wissen und Gewissen Politik zu machen. Und dazu gehört selbstverständlich auch, dass wir uns sehr kritisch mit der Gentechnik auseinandergesetzt haben. Wir haben hier innerhalb der Fraktion eine Arbeitsgruppe Gentechnik, die sich sehr intensiv mit dieser neuen Technologie auseinandersetzt. Und wir stehen der Gentechnik nach der Prüfung und nach den bisherigen Ergebnissen unserer Untersuchungen der Gentechnik grundsätzlich feindlich gegenüber, weil Gentechnik Naturfeindlichkeit darstellt und wir Naturfreunde sind allerdings. Wenn das dann von dem einen oder anderen als grüner Ansatz interpretiert wird, bitte, dann lassen wir denen natürlich diese Bewertung, das macht die Sache nicht falsch. Gesunde Lebensmittel, gesunde Kinder. Ich möchte jetzt einmal den Bogen schlagen zu Ihren Aktivitäten bezüglich des Kinderschutzes, der Kindeswohlfürsorge. Was haben Sie da unternommen in den letzten Jahren? Nun gut, schauen Sie, wir waren die Ersten, die gesagt haben, wir brauchen eine bessere Koordination der Vorsorgeuntersuchungen bei Kleinkindern. Das hat man im Parlament abgelehnt, weil man gesagt hat, es ist alles in Ordnung. Hier in Mecklenburg-Vorpommern ist eine flächendeckende Fürsorge und eine hervorragende ärztliche Betreuung der Kleinstkinder gewährleistet. Wenige Monate nach der Ablehnung unseres Antrags, hier müsse ganz dringend nachgebessert werden, kam es dann zu verschiedenen, man muss schon sagen, sehr tragischen Ereignissen von Misshandlungen von Kindern bis zu Todesfällen. Dann ist die Regierung hergegangen und hat sich zum Freund des Kinderschutzes aufgeschwungen und hat mehr oder weniger exakt das umsetzen lassen, was wir als NPD wenige Monate vorher gefordert hatten und was abgelehnt wurde. Insofern sind wir auch auf dem Gebiet, ich glaube, sehr frühzeitig aktiv geworden und haben auf drohende Gefahren hingewiesen. Leider musste das Kind erst in den Brunnen fallen, erst dann wurde gehandelt und das ist sehr, sehr traurig, weil einige Kleinkinder diese späte Reaktion der Landesregierung buchstäblich mit dem Leben bezahlen mussten. Zum Thema Kindeswohlfürsorge hätte ich noch eine Frage. In Gadebusch kam es ja kürzlich zu einem Vorfall, wo ein junger Mann verdächtigt wird, mit kleinen Kindern gemeinsam Pornos geschaut zu haben. Dieser Mann ist wohl wieder freigelassen worden. Welche Haltung hat Ihre Fraktion zu diesem Vorfall bezogen? Als wir das in Erfahrung brachten, vielmehr als die aus der Familie des missbrauchten Kindes diese Information an unsere Fraktion herangetragen wurde, haben wir sofort gehandelt, indem wir vor Ort aktiv geworden sind. Wir haben dort Aufklärungsschriften verteilt und wir haben auch demonstriert. Die Aufmerksamkeit, die uns geschenkt worden ist, war von den Bewohnern sehr, sehr hoch. Und hier und da hat das ja auch in der Medienberichterstattung seinen Niederschlag gefunden. Worum geht's? Es geht nicht nur um diesen konkreten Fall, sondern es geht um Grundsätzliches. Wir fordern bei Kindesmissbrauch härteste Strafen, im Extremfall sogar die Wiedereinführung der Todesstrafe. Es ist ganz einfach pervers und widerwärtig, nicht nur von den Tätern diese Straftaten zu begehen, sondern auch von den Richtern solche Straftäter wieder auf freien Fuß zu setzen. Und wenn die Sozialministerin, dieses junge Mädel, was wir ja hier haben, die Frau Schwesig, in einer sogenannten Talkshow Männern empfiehlt, wenn sie nicht treu sein können, dann mögen sie sich doch bitteschön selber kastrieren und gleichzeitig aber die Zwangskastration von schwerstkriminellen Kinderschändern ablehnt und die Todesstrafe sowieso für solche kriminelle Elemente, dann spricht das Bände und man muss doch wirklich die Frage nach dem Gesundheitszustand dieser Sozialministerin stellen dürfen.
Kurzum, wir haben im Parlament und außerparlamentarisch schärfstens protestiert gegen die frühzeitige Freilassung dieses vermeintlichen Sexualstraftäters, und das werden wir auch in Zukunft tun. Herr Pasteur, zum Abschluss noch eine Frage, der ich folgende Bemerkung voranstellen will. Der sogenannte Rechtsextremismus-Experte Günter Hoffmann kam jüngst nicht umhin, im Hinblick auf die NPD in Mecklenburg und Pommern zu erklären, sie könne gar nicht mehr ausgegrenzt werden, da sie vor Ort über eine Vielzahl von festgefügten, soliden Strukturen verfüge. Auch zeichneten sich gerade jene NPD-Kader, die für ihre Partei im Juni in die Kommunalparlamente einzogen, durch gutes Auftreten und solide Vorbereitung auf die Sitzungen aus. Überrascht Sie das Urteil? Können Sie es bestätigen? Also das Urteil überrascht mich, nicht in der Qualität, weil er ganz prägnant und auch ehrlich beschrieben hat, wie die NPD in den Parlamenten arbeitet. Konstruktiv, fachkompetent, fleißig, gut vorbereitet, korrekt. Es überrascht mich insofern, dass er diese Wahrheiten verbreitet, weil doch Konsens ist, die NPD darzustellen als Glatzkopfpartei, als ewig Gestrige, als Dummköpfe, als jemand, den man nicht wählen kann. Und schauen Sie, diese Strategie, die geht nicht auf. Weil das gezeichnete Bild sogenannter Nationalisten in den Medien verbreitet, mit manipulierten Bildern oder mit Filmaufzeichnungen von vor 20 Jahren, und dem, was heute die NPD leistet, vor allen Dingen auch in den Kommunalparlamenten jetzt schon, obwohl wir erst ganz kurze Zeit hier massiv unseren Fuß in die Tür gesetzt haben, das zeigt doch ganz eindeutig, dass das gezeichnete Bild mit dem realen Arbeiten auf politischem Parkett überhaupt nicht mehr in Übereinstimmung zu bringen ist. Und man merkt jetzt oben, dass der Unterschied zwischen dem, was verbreitet wird und was Realität ist, von den Menschen draußen erlebt wird und sie dadurch die Medienlüge erkennen. Und je mehr die Menschen draußen den Medien, dem Verbreiteten, der veröffentlichten Meinung, nicht der öffentlichen Meinung, sondern der veröffentlichten Meinung misstrauen, je mehr Punkte sammelt die NPD und je mehr Vertrauen in unsere Politik bekommt der Bürger, und je mehr Misstrauen den Altparteien gegenüber hegt der Bürger. Genau das wollen wir und genau daran arbeiten wir. Und da sind die Mandatsträger in den Kommunalparlamenten, aber auch die Mitkämpfer und Streiter und Aktivisten auf der Straße ohne Mandat, genau die richtige Gruppe, die unser Wollen, die unsere politische Konzeption hinein ins Volk tragen können. Und dafür bin ich auch als Fraktionsvorsitzender den vielen, vielen Kameraden in den Kommunalparlamenten, aber auch auf der Straße sehr, sehr dankbar. Herr Pasteurs, wir bedanken uns für dieses Gespräch und wünschen Ihnen für das Jahr 2010 einen guten Beginn und maximale Kampferfolge. Vielen herzlichen Dank dafür, und ich wünsche meinen Kameradinnen und Kameraden, aber auch allen Bürgern und Bürgerinnen Mecklenburg-Vorpommerns ein gesundes und trotz der großen Schwierigkeiten, die auf uns warten, gutes und glückliches neues Jahr 2010.